Hey, willkommen zu etwas, was sich sehr oft gewünscht wurde in letzter Zeit, und zwar mein Bücherregal. Man sieht das ja bei anderen Videos immer wieder so ein bisschen im Hintergrund, weil ich manchmal auch hier so direkt davor filme oder auf der anderen Seite davor, weil das ist hier so ein Raumteiler, das ist auf beiden Seiten befüllt. Und ja, da wurde sich immer wieder mal gewünscht zwischendurch so, ob ich nicht mal die Bücher zeigen könnte. Und ich dachte, ich fange jetzt heute mal an mit den spirituellen Büchern, Bücher zum Thema Magie, zum Thema Wicca, alles, was in diese Richtung geht. Das ist alles auf dieser Seite. Auf der anderen Seite vom Regal habe ich Romane, Fantasy-Bücher, meine hübschen Herr-der-Ringe-Bücher und all diese Dinge. Aber wir machen jetzt heute nur mal das. Die andere Hälfte vom Regal habe ich geplant, dass ich das auf meinem Zweitkanal nicht, auf meinem anderen Kanal halt einfach hochlade, wo ich immer Videos hochlade, die nichts mit Spiritualität zu tun haben. Falls ihr den nicht kennt oder mir da nicht folgt und ihr das zweite Teil vom Bücherregal-Video nicht verpassen möchtet, dann er ist unten verlinkt und ich werde es auch hier oben verlinken. Also hier oben. Heute wird uns auch im Video zum ersten Mal der gute Walter hier begleiten. Sieht man ihn? Also das ist Walter, sagt Hallo zu ihm. Er ist noch nicht fertig, aber ja. Und bevor es irgendwo in den Kommentaren aufkommt, ja, das ist ein Weihnachts-T-Shirt. Ich habe mir die jetzt drucken lassen und die sind vor ein paar Tagen angekommen und ja. Ich finde es so süß, dass ich es einfach halt jetzt schon anhab. Aber ich glaube, die meisten Leute sind eh schon ein bisschen in Stimmung, also passt das schon. Also ganz hier oben sind keine Bücher, da stehen Pflanzen drauf und ein kleiner Teil von meiner Puppensammlung. Und dann würden wir gleich hier im Eck anfangen. Das hier sind Bücher, die ich nicht so oft verwende. Das sind die Pflanzenbücher und Kräuterbücher. Die brauche ich nur, wenn ich mal irgendwas nachlesen muss, eine Heilwirkung von einem Kraut zum Beispiel, aber ist jetzt nichts, was ich so jeden Tag verwende. Also wir haben hier ganz rechts die Kräuterliesel. Das ist ein schönes Buch mit vielen verschiedenen Kräutern drin. Habe ich mal geschenkt bekommen. Finde ich auch total schön als so ein Geschenk für Leute, die sich für Kräuter interessieren. Also ich habe mich total darüber gefreut. Und von innen sieht das dann so aus. Also es ist wirklich ein ganz, ganz schönes Buch mit sehr vielen interessanten Sachen drin. Ja. Dann haben wir hier Wach auf, mein Herz. Das ist so ein. Das habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben gelesen. Aber ich besitze es. Wie Heilkräuterblüten und Bäume unser Leben begleiten, kann ich nichts dazu sagen, habe ich nie gelesen. Knaus Pflanzen. Heilpflanzenbuch haben wir hier als nächstes. Das ist. Halt so ein Buch, wo einfach Heilpflanzen drin gesammelt stehen, ist aber nicht mein Lieblingsbuch für solche Zwecke. Dann hier Annika, Königin der Heilpflanzen. Da geht es nur um die Annika, also wirklich rein nur um diese Pflanze. Sind natürlich dementsprechend auch viele wissenschaftliche Sachen und alles dabei, ist sehr interessant. Aber man muss sich halt wirklich für diese Pflanze interessieren, um halt ein ganzes Buch dazu zu lesen. Dann haben wir als nächstes diese beiden Bücher hier. Essen aus der Natur und essbare Wildpflanzen. Und die zeige ich euch jetzt wieder ein bisschen genauer. Das sind nämlich zwei Favoriten von mir. In beiden Büchern wird beschrieben, welche Pflanzen man essen kann und was man mit denen machen kann. Die sind sich sehr ähnlich. Man braucht auch nicht unbedingt beide. Eins von denen reicht im Grunde aus. Ich habe die auch beide geschenkt bekommen, deshalb habe ich halt jetzt zwei von denen. Ja, und das kleinere hier, das sieht von innen so aus. Ich finde solche Bücher aber einfach extrem praktisch und ja, einfach gut, wenn man viel rausgeht. Dann hier ganz versteckt, das ist mein Lieblings. Heilpflanzenbuch, Heilkräuterbuch, das habe ich auch vor Ewigkeiten schon mal vorgestellt. Das Messeguer, keine Ahnung, wie man es ausspricht, Heilkräuterlexikon. Das ist ein uraltes Buch. Da stehen verschiedenste Pflanzen mit Rezepten für Aufgüsse und Absud und
alles Mögliche drin und das finde ich finde das Buch sehr gut. Also ich mag das sehr gerne, das ist so mein bevorzugtes Buch, das ich zur Hand nehme, wenn ich etwas erfahren möchte über die Wirkung von einer Heilpflanze. Als nächstes haben wir hier einen weiteren Favoriten von mir. Dieses schöne Buch von Heilpflanzen, Seelentröstern und der Welt hinter dem Sichtbaren, das ist erhältlich über den Etsy-Shop von der Autorin. Das ist eine Frau, die sich einfach extrem gut mit Heilpflanzen auskennt und da wirklich, wirklich eine gute Verbindung zu Pflanzen hat. Und das, also ich bin mir nicht sicher, ob das Buch aktuell noch erhältlich ist. Müsstet ihr nachschauen, wenn es euch interessiert. Ich habe es damals jedenfalls über ihren Etsy-Shop gekauft. Und es ist ein sehr persönliches Buch, also es steht darin viel von ihrer persönlichen Geschichte und wie sie halt zu all dem gekommen ist, was sie jetzt macht. Und es ist extrem inspirierend. Die Rezepte, die drin sind, haben mir auch sehr gut gefallen. Also hier haben wir zum Beispiel bei der Ringelblume ein Rezept für eine Tinktur, für eine Salbe, für einen Weinansatz. Das ist jetzt kein Buch, wo extrem viele verschiedene Pflanzen drin sind, aber sehr viele interessante Dinge. Und es ist wirklich neben dem Buch, das ich euch gerade vorhin gezeigt habe, eins meiner absoluten Lieblinge, auf die ich nicht verzichten möchte. Hier haben wir die Apotheke Gottes. Das sind so kleine Einlageblätter in diesem Ordner, wo verschiedene Kräuter beschrieben sind. Ich habe das aber auch nie ganz durchgelesen, deshalb werde ich das jetzt auch nicht genauer herzeigen, weil ich es nicht empfehlen kann, weil ich es nie ganz gelesen habe. Und ich verwende es ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Das hier hingegen habe ich aber schon mal hergezeigt hier auf YouTube. Die Seele der Pflanzen, Botschaften und Heilkräfte aus dem Reich der Kräuter von Wolf-Dieter Stordl. Das ist das einzige Buch, das ich von ihm habe bis jetzt. Vielleicht, also ich möchte mir schon irgendwann noch mal mehr von ihm kaufen, weil er ein sehr guter Autor ist und sehr gute Bücher schreibt. Das ist auch so ein Buch, wenn ihr irgendein Geschenk für jemanden sucht, der sich für Heilpflanzen interessiert, dann ist das eine richtig gute Wahl, weil da ist nicht nur Text drin, sondern auch richtig schöne Bilder. Sieht dann so aus. Zum Beispiel, wir haben hier wilder Knoten, die knotige Braunwurz. Und da sind auch Texte drinnen, dann halt auf dieser Seite immer über die Pflanze. Und das ist auch immer alles sehr poetisch. Hier zum Beispiel ist am Anfang so ein Spruch drin und es sind einfach wunderschöne Texte zu den ganzen Pflanzen da drin. Hier habe ich mir auch markiert, meine Lieblingspflanze, den Rheinfarn. Dann haben wir hier das magische Kräuterjahr von Celia. Mag ich nicht wirklich, sage ich ganz ehrlich. Es ist ein süßes Buch und alles, aber ja. Also ich habe es damals gekauft, weil es so süß gestaltet war, aber ich weiß nicht, es hatte für mich persönlich nicht so viel, es hat mir nicht besonders viel gegeben, muss ich sagen. Es ist süß, man kann es sich kaufen, es stehen die Jahreskreisfeste so ein bisschen drin beschrieben und ja. Dann die Heilkunst der Kelten. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr genau, worum es in dem Buch geht. Also Heilung, so wie sie die Kelten damals, also die Druiden damals betrieben haben könnten. Man kann das natürlich heute wissenschaftlich nachweisbar nicht mehr sagen. Also es ist ein bisschen spekulativ so, aber ich fand das Buch an und für sich ganz gut. Es ist halt einfach ein Buch, das sich mit Heilung in verschiedenen Aspekten beschäftigt und wenn man sich dann für keltische Dinge interessiert, dann ist das halt wirklich ein Buch für einen, weil es werden da zum Beispiel dann auch die Heilkräfte von keltischen Symbolen drin erklärt. Das hier ist ein Buch über Bachblüten. Das verwende ich auch ab und zu, weil ich Bachblüten nämlich selber ab und zu verwende. Also ich habe jetzt schon länger keine mehr verwendet, aber ich fand das Buch eigentlich ganz gut, weil es fasst eigentlich alles zusammen. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist es auch ein recht günstiges Buch. Aber ja, Bachblüten sind so ein Ding, manchen Menschen hilft es und manchen nicht, das muss man halt ausprobieren. Das ist halt eine sehr alternative Methode des Heilens, was aber nicht gleichzusetzen ist mit es wirkt gar nicht.
weil ich hatte schon das Gefühl, dass es mir damals was gebracht hat. Dann haben wir hier Hexenkräuter von Maria May. Das ist einfach ein Kräuterbuch. Das hat jetzt mit Hexerei nicht viel zu tun. Das ist ein ganz normales Kräuterbuch, wo Kräuter und ihre Wirkungen drin stehen. Also der Titel, den fand ich damals schon ein bisschen irreführend. Ja. Das ist dann noch ein poetischeres Buch. Botschaften aus dem Pflanzenreich. Das ist auch wieder mehr so ein Geschenkding oder so ein Inspirationsding. Da stehen verschiedene Botschaften der Pflanzen drin, auch immer mit sehr schönen Bildern dabei. Dann haben wir hier noch zwei Mondbücher. Da geht es um den Mond in beiden. Die sind sich auch beide sehr ähnlich. Das ist, braucht man eigentlich nicht zwei von diesen Büchern, ist ein bisschen redundant. Das hier ist halt mehr mit Bildern. Also da steht dann halt drin, welchen Einfluss der Mond auf unser Leben hat. Je nachdem, in welchem Tierkreiszeichen er gerade steht und in welcher Phase er sich gerade befindet und all solche Dinge. Und das hier zeige ich euch jetzt nicht nochmal extra, weil das ist das gleiche wie das, nur ein bisschen anders geschrieben und mit weniger Bildern. So, dann seht ihr auch, dass ich da oben noch was liegen habe. Das sind nur so kleine Pflanzenbücher, das hier auch so Mini-Pflanzenführer, die zeige ich jetzt nicht extra her. Das hier sind meine ausgedruckten Magazine von Whisper of Magic. Ich verlinke euch das entsprechende Video dazu oben. So, und die beiden lagen hier oben, hier hinten oben. Pflanzengeistmedizin, der schamanistische Weg mit Heilkräutern. Ja, ist ein okay Buch, sag ich mal. Und da ist ein Lesezeichen. Und ein Buch über Aurasoma, wo alle Flaschen im Detail beschrieben sind. So, erster Abteil geschafft. Jetzt können wir hier zum zweiten gehen. Hier sind meine ganzen Hefte drin vom Badenkurs von Obot. Das bekommt man dann jeden Monat so 4 Hefte zugeschickt. Das ist jetzt der komplette Kurs, weil ich da jetzt vor kurzem erst die letzten 4 Hefte hier zugeschickt bekommen habe. Und diese Hefte hier sind die Jahreskreisfeste und Book of Ritual. Das ist so ein extra Ding. Und halt die, ja, wie ich vorher gesagt habe, die ganzen Anleitungen für die Jahreskreisfeste. Dann zu diesen beiden schönen hier habe ich eine Rezension online, wenn euch das genauer interessiert. Habe ich hier drin versteckt noch ein Buch, das ich schon sehr lange habe. Wicca for Beginners, Spelling It Out. Das ist so ein Mini-Guide für Leute, die neu in Wicca sind, aber da ist halt wirklich nur alles extrem kurz beschrieben. Also wenn man sich schon ein bisschen auskennt, dann ist das eher ein bisschen langweilig, aber ja. So, hier muss ich jetzt noch mal kurz anmerken, ich habe 2 Bücher übersehen. Unabsichtlich natürlich meine Magie-Manufaktur von Minerva. Dazu habe ich eine sehr ausführliche Rezension online auf meinem Kanal, ist auch alles unten verlinkt. Und Räucherfeste im Jahreskreis, das ist einfach so ein kleines Heftchen, wo verschiedene Räucherrezepte drin sind für die Jahreskreisfeste. Dann geht es hier weiter mit dem einzigen Buch über Runen, das ich besitze. Das ist von Christopher Weidner, das ist ein sehr günstiges Buch und ich finde es für den Preis auch wirklich, wirklich gut, weil es ist jede Rune kurz beschrieben. Natürlich, wenn man jetzt intensiv mit Runen arbeiten möchte, dann wird einem dieses Buch bestimmt nicht reichen. Aber ich beschäftige mich nicht so intensiv mit Runen, deshalb reicht mir das eigentlich. Dann kommen 2 Mini-Bücher. Heilsteine und Räuchern für die Seele. Dazu gibt es eine Rezension auf meinem Kanal, die verlinke ich euch auch. Und das ist einfach ein Mini-Heilsteinbuch. Ja. Ich mag ein bisschen ausführlichere Bücher lieber, weil da halt wirklich nicht viel drin steht. Also ja, es ist okay, aber es fehlt halt auch viel drin. Dann mein Buch übers Pendeln. Das richtige Pendeln, da ist einfach ganz kurz einmal alles erklärt, was man zum Pendel wissen muss. Das sind übrigens allgemein so die ganzen Sachen, die ich ab und zu verwende. Also die ich teilweise wirklich regelmäßig in Gebrauch habe. Diese Bücher hier, die jetzt kommen,
Da schaue ich zum Beispiel wirklich regelmäßig rein. Leben mit Magie von Eileen Guggenbühl. Da geht es um die Jahreskreisfeste. Und da sind auch immer sehr viele sehr interessante Vorschläge drin für die Jahreskreisfeste, was man da machen kann. Und auch die Erklärungen fand ich sehr gut. Und da schaue ich immer wieder mal rein. Dann mein Räucherbuch, das ich immer verwende, wenn ich was brauche. Räuchern mit heimischen Kräutern von Marlies Bader. Das Buch habe ich seit Ewigkeiten und ich verwende es halt immer, wenn ich irgendwas über einen bestimmten Räucherstoff wissen will. Da ist recht viel drin, also recht viele Räucherstoffe. Und meiner Meinung nach sind sie auch gut erklärt. Also ich vermisse in diesem Buch eigentlich nichts. Das ist so mein Räucherbuch halt, wie gesagt, das ich immer verwende, wenn ich irgendwas brauche. Dann der rituelle Jahreskreis von Renate Kauderer. Das ist mein Lieblingsbuch zu den Jahreskreisfesten, weil es total regional gehalten ist. Das ist von jemandem geschrieben, der auch aus der Steiermark kommt. Also da Bundesland, wo ich herkomme. Und ich finde einfach diesen Bezug zur Region total großartig. Das ist ein ganz anderes Gefühl als bei so Büchern, die aus dem Amerikanischen übersetzt wurden. Das hat irgendwie so was Persönliches, weil es wird auch ein bisschen so, es werden auch die christlichen Traditionen, die bei uns einfach extrem vertreten sind, ein bisschen erklärt und deren Ursprung erklärt. Und es sind einfach so viele tolle Informationen drin und ich habe schon öfter gesagt, aber es ist einfach mein Lieblingsbuch zu den Jahreskreisfesten. So, das hier verwende ich nicht so oft. Das ist von Scott Cunningham, Enzyklopädie der magischen Kräuter. Da stehen ganz, ganz viele Pflanzen drinnen und vor allem auch ihre magischen Anwendungsgebiete. Verwende ich nicht so oft, weiß nicht. Ist kein schlechtes Buch, aber ja. So, das hier. Das sind Vollmondrituale, das habe ich gemeinsam mit den zwei Großen rezensiert in dem einen Video, das ich euch verlinkt habe vorhin. Dann komme ich hier zu einem kleinen Buch, Wicca Wheel of the Year Magic von Lisa Chamberlain. Da geht es auch um die Jahreskreisfeste. Das ja, ist ganz nett, das mal durchzulesen, wenn man da noch ein bisschen, wenn man sich da schwer tut oder noch mehr Informationen braucht. Also ist aber eher was für Anfänger. So, und dieses Buch, mein Buch Der Schatten von Bridget, das habe ich auch mit diesen Spiralbüchern hier gemeinsam rezensiert. Also wie gesagt, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr mal in der Rezension reinschauen. Dann habe ich hier noch ein größeres Buch. Das ist sehr bekannt, glaube ich, das große Lexikon der Heilsteine, Düfte und Kräuter. Da sind sehr viele Steine drin. Mit sehr vielen Informationen dazu. Es ist nicht mein bevorzugtes Heilsteine-Buch, aber es ist ein solides Buch. Mein bevorzugtes Heilsteine-Buch ist das hier. Heilsteine von Amethyst bis Zirkon. Das ist extrem günstig. Ich glaube, das kostet unter 10 Euro. Oder hat es damals zumindest gekostet. Und es sind schöne, also wirklich schöne Beispielbilder drin bei allen Steinen. Es sind viele Steine drin und es steht auch ausreichend Information dabei. Manchmal steht ein bisschen wenig dabei, da würde ich mir mehr wünschen. Aber es ist mein Lieblingsheilsteinbuch, muss ich ganz ehrlich sagen. Und hier haben wir noch zu guter Letzt Chakren verstehen. Da geht es um die Chakren. Also wenn man da ein bisschen mehr drüber wissen möchte und sich da noch nicht so auskennt, dann ist das eine sehr gute Einführung in das Thema. So, und das hier ist ein Buch, das ich noch nie gelesen habe, deshalb kann ich dazu nichts sagen. Und das ist noch eins von diesen Heften aus dem OBOT-Kurs. So, jetzt neigt sich diese Reihe auch langsam dem Ende zu. Wir haben hier noch diese Bücher, die hier stehen und dann kommen hier nur noch Puppen. Und zwar ist dieser Bereich hier so aufgegliedert, das sind keltische Dinge und Oham hauptsächlich und das hier ist Wassermagie. Das beginnt hier mit diesen beiden Magazinen, Witchology Magazine, zweimal zum Thema Water Magic, Water Witch. Es sind gute Magazine, wenn man sie gedruckt haben möchte, zahlt man aber extrem viel und den Preis ist es dann, finde ich, dann nicht mehr so wirklich wert, weil so gut sind sie dann auch wieder nicht.
aber man kann sie sich auch digital kaufen, dann kostet es nur ein paar Euro und das ist es schon wert. Dann, dieses Buch habe ich noch nicht gelesen, Die geheimen Zeichen des Wassers von Tristan Gooley. Ja, kann ich nicht wirklich was dazu sagen. Dann Sea Magic von Sandra Kynes. Das ist ein sehr gutes Buch, habe ich mir auch viel markiert dementsprechend. Die Bilder hier habe ich alle selber reingeklebt übrigens. Ich mag es sehr gerne, mit meinen Büchern wirklich zu arbeiten. Es ist ein sehr gutes Buch, es sind viele Rituale drin und viele einfach inspirierende Dinge, wenn man sich für so Meermagie interessiert. Es ist halt leider auf Englisch, damit muss man da halt einfach leben, weil das halt viele Bücher halt einfach nie übersetzt werden, aber es ist wirklich, wirklich gut. Das ist ein uraltes Korallenbuch, Korallenwelt, das ist so botanisch, ein botanisches Buch und das ist halt noch richtig, wie ihr hier seht, in so alter Schrift geschrieben. Das gehört eigentlich nicht hier zu den magischen Dingen dazu, aber weil es halt vom Thema her passt, habe ich es hier dazu gestellt. Water Witchcraft von Anun Avalon, bin mir nicht sicher. Extrem gutes Buch, kann ich jedem weiterempfehlen, der sich für Wassermagie interessiert. Dieses Buch legt den Fokus auf Wasserquellen, die nicht das Meer sind, sondern mehr so Seen, Flüsse, Quellen, all diese Sachen. Und das finde ich einfach faszinierend und sehr spannend. Dann Magical Mermaids and Water Creatures von DJ Conway. Das wäre so eine 3 von 5 Sterne von mir. Es ist ein okay Buch. Es steht aber nicht großartig was Neues drinnen, sage ich jetzt mal. Für mich, es ist okay, man kann es lesen, aber es ist nicht mein Favorit. Und zu diesem Buch hier, Mermaid Magic, das ist auch eins meiner absoluten Lieblingsbücher. Da geht es um Meerjungfrauen, wie der Titel schon sagt. Habe ich eine Rezension online, falls euch das genauer interessiert, was da drin vorkommt. Das hier sind zwei selbstgeschriebene Bücher, beziehungsweise sind das meine beiden Gebetsbücher, wo ich Gebete drin sammle. Das hier ist ein Orakeldeck, Messages from the Mermaids. Dann geht es hier weiter mit das Buch der keltischen Mythen aus dem Anaconda Verlag. Das gibt einem eine sehr gute Übersicht über die Mythen der Kelten und es liest sich auch sehr schnell, weil es recht groß geschrieben ist und ja, es bietet einen guten Überblick. So richtige Geschichten und im Sinne von Märchen sind nicht drin, aber ich find's ein ganz gutes Buch. Dann kommt hier die ganzen Ohem-Bücher, die mache ich jetzt nicht einzeln, die habe ich nämlich alle einzeln schon mal vorgestellt und dieses Video werde ich euch jetzt auch verlinken. Also das beginnt hier mit diesem Heft, das ist Ohem, Baumagie, auch Ohem, auch ein Ohem-Buch. Voices from the Grove sind auch Ohem-Bücher, also das Ohem-Orakel, falls ihr das nicht kennt, das ist eine Art von keltischem Orakel. Das hier sind noch mehr Unterlagen von meinem O-Boot-Kurs, beziehungsweise die Zeitschrift, die man da auch jedes Monat zugeschickt bekommt. Die druidische Zeitschrift und das ist auch aus dem U-Boot-Kurs. So, hier unten habe ich jetzt nur da oben diese beiden Magiebücher drauf. Elements of Magic, das ist ein Buch, das sich mit den vier Elementen beschäftigt und da sind auch viele sehr gute Übungen drin. Das habe ich noch nicht fertig gelesen, aber das, was ich bis jetzt gelesen habe, das hat mir sehr gut gefallen. Also es ist ein gutes Arbeitsbuch, sage ich mal. Es kommt aus der Reclaiming-Tradition. Das ist einfach so eine Art von, also eine bestimmte Tradition im Hexentum. Ja. Und dieses hier, das ist ein Buch über Voodoo. Das ist sozusagen der zweite Teil zu dem ersten Voodoo-Buch von Marco Bergmann. Die sind heute nicht mehr erhältlich, also ist jetzt nicht unbedingt relevant für euch. Aber ich wollte halt einfach nur mal zeigen, dass ich sie besitze, weil ich euch hier halt jetzt wirklich alle Bücher zeigen möchte, die ich habe.
Ich praktiziere Voodoo übrigens nicht, wie man wahrscheinlich anhand meiner Videos erkennen kann, aber ich finde es interessant, mich einfach auch über andere Religionen zu informieren. So, ich habe jetzt eine kurze Pause gemacht vorhin, weil meine Stimme schon ein bisschen nachgelassen hat. Und die Katze ist jetzt auch hier. Jedenfalls bin ich jetzt bereit, dass wir weitermachen mit diesem schönen Regal hier. Das hier sind verschiedene Bücher, die ich schon gelesen habe, die ich aber nicht regelmäßig verwende. Also das ist so ein bisschen meine Aufteilung hier. Oben sind die Bücher, also hier zum einen halt die Pflanzenbücher, wie ihr vorher schon gesehen habt, und auf der anderen Seite dann Bücher, die ich ab und zu verwende. Und hier unten sind dann Bücher, die ich gelesen habe, aber die ich normalerweise nicht verwende. Das fängt hier an mit Wicca, A Year and a Day. Das könnte ich eigentlich auch anders einordnen, weil da sind viele Rituale drin, wo man ab und zu auch mal nachschlagen kann. Aber ja, das kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Dazu habe ich eine ganze Playlist, wo ich das Buch mal gemeinsam mit euch durchgegangen bin. Ist schon lange her, aber ich verlinke euch die Playlist auch hier. Dann haben wir hier als nächstes den Naturkräften auf der Spur von Philippe L. Sena. Ja, da geht es halt so um die Erdenergien, sage ich jetzt mal. Die Energien von bestimmten oder besonderen Orten in der Natur. Sind auch viele schöne Bilder drin. Es ist ein nettes Buch. Ich habe es bis jetzt nur einmal gelesen. Vielleicht lese ich es irgendwann nochmal. Ja. Dann, weil ich Füchse so gern mag, habe ich hier auch ein Buch über Füchse. Fuchs ganz nah. Das ist ja, die Geschichte einer Freundschaft. Das ist eine Fotografin, die einen Fuchs fotografiert und sich mit dem anfreundet. Das ist halt auch so ein typisches Buch, das man halt einmal liest. Vielleicht lese ich auch das irgendwann nochmal. Da sind auch sehr, sehr schöne Bilder drin und auch so ein bisschen die Geschichte erzählt. Ja. So, hier haben wir zwei kleine Bücher, die nehme ich jetzt mal gemeinsam raus. Wicca Magical Deities. Da geht es um verschiedene Götter, die im Wicca beliebt sind und bekannt sind. Hier Tod, ägyptischer Gott, also auch ägyptische Götter, keltische Götter. Und da steht halt dann immer dabei, was diese Götter bedeuten, wofür sie stehen. Alles sehr kurz gefasst, weil es ist ein sehr dünnes Buch, wie ihr sehen könnt. Auch von Lisa Chamberlain, sowie das Jahreskreisfeste Buch, das wir vorhin schon hatten. Ist eigentlich ganz gut zusammengefasst, kann ich weiterempfehlen. Ich habe übrigens zu den ganzen Büchern, also nicht zu den ganzen, aber zu, glaube ich, drei von den Büchern von Lisa Chamberlain, oder waren es nur diese zwei, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich auch eine Rezension online, wo ich es genauer erkläre. So, und dann haben wir noch das schöne Ding hier. Das ist ein Pagan Portals Book. Buch? Entschuldigung. Buch heißt das auf Deutsch. Pagan Portals ist so eine, ich sag mal, eine Serie von Büchern. Unter diesem Titel werden regelmäßig Bücher veröffentlicht. Das sind immer so Kurzfassungen von magischen Themen. Auch zu verschiedenen Gottheiten gibt es da Bücher. Und das hier ist Reclaiming Witchcraft. Und ich habe ja vorhin schon kurz angesprochen bei dem Elemente-Buch, dass das zur Reclaiming-Tradition gehört. Und das ist halt einfach so eine spezielle Tradition im Hexentum. Und da wird halt einfach drin kurz erklärt, wofür diese Tradition steht und was die so machen. Es hat einen bestimmten Grund, wieso ich Bücher zu Reclaiming habe. Ich bin also die Gruppe, mit der ich ab und zu vor Corona die Jahreskreisfeste gefeiert habe. Momentan ist das ja schwierig. Das ist eine Reclaiming-Gruppe und deshalb, ja, wollte ich mich halt einfach noch genauer informieren. Dann noch ein Buch, was ich schon mal vorgestellt habe, glaube ich. Ist aber schon ewig her. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch online ist, aber ich glaube schon. Die Göttin und ich von Minerva. Das sind einfach so eigene Erfahrungen, verschiedene Geschichten aus dem Leben einer Hexe und Gedanken. Und ich finde das einfach mega spannend, weil es mal was anderes ist. Es ist kein Buch, das dir eine Anleitung gibt für irgendwas oder das irgendwas zu erklären versucht, sondern es sind einfach Geschichten aus dem Leben und das finde ich eine sehr schöne Abwechslung zu den ganzen anderen Erklärbüchern. Es ist nicht perfekt, es sind ein paar Layout-Fehler, glaube ich, drin oder so mehrere Tippfehler auch.
aber es ist dennoch ein Buch, das mir sehr, sehr gut gefallen hat. So, dann das einzige Schwangerschaftsbuch, das ich besitze, Geboren im Schutz der großen Göttin. Weiberkraft für Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett von Petra Horni Deriani. Ich habe das mal gekauft auf so einem Ausverkaufstisch auf einer Esoterikmesse. Das hat, glaube ich, 5 Euro gekostet oder so, war halt wirklich so ein Ausverkaufsding. Aus irgendeinem Grund hat es mich halt total angesprochen. Es ist wahnsinnig faszinierend, dieses Buch. Also ich mochte es wirklich sehr, sehr gerne. Es ist jetzt nicht so extrem esoterisch, dass ich sagen würde, okay, das ist mir jetzt ein bisschen too much schon, sondern es ist halt so, dass man noch alles nachvollziehen kann und irgendwo verstehen kann. Und ja, also ich finde es einfach ein schönes Buch so zum Thema Schwangerschaft, auch wenn ich es jetzt momentan in meinem Leben nicht benötige, aber es war trotzdem interessant zu lesen. So, dieses Buch habe ich auch schon mal vorgestellt. Götterpflanze Bilsenkraut werde ich ebenfalls unten verlinken, wenn ihr da genaueres wissen möchtet. Und jetzt kommen wir zum dem ersten Buch über Wicca, das ich jemals in meinem Leben besessen habe. Und das war tatsächlich von Gerald Gardner bzw. Gerald Gardner, Die Weisheit der Wicca, auf Englisch Witchcraft Today. Das ist halt so das Buch, das am Anfang von Wicca stand, im letzten Jahrhundert, als sich Wicca gebildet hat. Und Gerald Gardner wird halt auch oft als der Gründervater, sagen wir, könnte man sagen, von Wicca bezeichnet. Und ich finde es heute, aus heutiger Sicht, faszinierend, dass das mein erstes Buch über Wicca war. Und nicht irgend so ein Anfängerbuch oder so, nein, einfach so ein historisches Buch. Ich bin fasziniert von mir selber. Das ist halt die deutsche Übersetzung. Ich würde es mir gerne irgendwann nochmal in der englischen Originalfassung holen. Dann zwei Bücher über Wicca von Scott Cunningham. Das sind sehr, sehr gute Bücher, die kann ich jedem weiterempfehlen, die empfehle ich auch sehr oft weiter. A Guide for the Solitary Practitioner, das ist das erste Buch in der Reihe und das ist dann sozusagen die Fortsetzung. A Further Guide for the Solitary Practitioner. Diese beiden Bücher gibt es auch auf Deutsch. Die sind relativ schwer zu bekommen, weil sie schon recht alt sind. Aber auf so Plattformen, wo es gebrauchte Bücher gibt, findet man die immer mal wieder. Da muss man einfach die Augen offen halten. Ich habe hier halt jetzt die englischen Übersetzungen, weil ich sowieso großteils in Englisch lese und mir das halt nichts ausmacht. Also die englischen Originalfassungen meine ich natürlich. Hier oben habe ich dann nämlich die deutsche Übersetzung Wicca Praxis Handbuch für Fortgeschrittene. Das wäre hier jetzt das blaue Buch. Das ist die deutsche Übersetzung davon. Die sehen natürlich anders aus, aber ist das gleiche, nur in einer anderen Sprache. Dann haben wir hier zwei Bücher von Varuna Holzapfel. Die waren auch sehr schwer zu bekommen, weil die halt nicht mehr gedruckt werden und das alte Bücher sind. Das Hexeneinmaleins, Weg einer Einweihung und Einweihung in das Hexeneinmaleins. Arbeitsbuch. von Varuna Holzapfel gibt es hier auf YouTube ja wunderschöne Hexenlieder. Also das sind so tolle Lieder bzw. Chants. Ich liebe es einfach, mir die anzuhören. Und deshalb dachte ich mir dann mal, okay, sie hat mal Bücher geschrieben. Ich könnte mir die mal holen und schauen, ob die auch so toll sind. Ja, ich war aber, muss ich ehrlich sagen, von den Büchern hier nicht unbedingt überzeugt. Ich glaube jetzt nicht, dass sie den Aufwand wert waren, den ich hatte, um sie überhaupt zu bekommen. Es ist ganz nett für mich, sie in meiner Büchersammlung zu haben, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen, weil ich finde, sie sind teilweise ein bisschen konfus geschrieben. Also es ist in einem von den beiden Büchern, ich weiß nicht mehr in welchem, ich glaube in dem hier, ist dann auch so eine seltsame Einweihungsgeschichte eingemischt, so ein Roman, und das war jetzt eigentlich nicht das, was ich mir vom Buch erwartet habe. Ich weiß nicht, vielleicht lese ich sie irgendwann nochmal und vielleicht ändert sich dann meine Meinung, aber ich fand sie einfach irgendwie ein bisschen schwierig zu verstehen und auch nicht sehr zielführend geschrieben. Ich weiß nicht, ist schwer zu erklären. So, ich mache jetzt hier nur kurz weiter mit dem, was drauf liegt. Das ist auch nämlich von Scott Cunningham, das große Buch von Weihrauch, Aromaölen und magischen Rezepturen. Da sind unzählige Rezepte drin. Ich habe das Buch, glaube ich, einmal verwendet. Also ich habe auch schon öfter überlegt, ob ich es weggeben soll. Aber
momentan ist es halt noch hier. Ich weiß nicht, ich kann irgendwie damit nicht so viel anfangen, aber ja. So, jetzt geht's aber hier unten weiter. Ein Buch, das ich auch sehr gerne mag und das mir wirklich Spaß bereitet hat beim Lesen. Magische Hexenunfälle von Birgit Jankowitsch-Steiner. Das ist eine Hexe, die in Wien lebt, was ich auch immer sehr schön finde, wenn mal jemand ein Buch schreibt, der aus meinem Land kommt. Wie der Titel schon sagt, das ist eine Frau, die schon sehr lange das Hexentum praktiziert und da tätig ist und die schon sehr viel Erfahrung hat. Und die schreibt da halt einfach ihre kleinen Unfälle auf. Also das sind alles so kleine Geschichten aus ihrem Alltag, was da so alles Lustiges und weniger Lustiges passieren kann, wenn man nicht ordentlich arbeitet. Und es ist nicht sehr dick, es hat keine 200 Seiten, aber es ist was Erfrischendes, was anderes und ich kann es eigentlich auch jedem weiterempfehlen. Das habe ich auch vor Urzeiten schon mal in die Kamera gehalten. Feen, Elfen, Gnome, das Buch der Naturgeister von Jeanne Ruland. Ich finde es ein gutes Buch. Es ist auch ein solides Buch mal wieder. Es sind viele schöne Erklärbilder und allgemein Bilder drin. Und ja, es geht halt, ist halt alles rund um das Thema Naturwesen, Elementarwesen, alles, was man da so wissen möchte. Dann Wildpfade, Frauen und Spiritualität außerhalb der großen Weltreligionen. Ich habe kaum mehr Erinnerung an dieses Buch. Das ist nämlich auch eines der ersten Bücher gewesen, die ich jemals gelesen habe, die so in diese spirituelle Richtung gehen. Und ich habe wirklich fast keine Erinnerung daran. Ich möchte dieses Buch auch irgendwann nochmal lesen, weil, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr wirklich daran erinnern, was drinnen steht. So, dann ein Buch zum Druidentum. Der Weg des Druiden von Philipp K. Gomm. Das ist eine Erzählung von einer Wanderung, also eine spirituelle Pilgerreise zu den Druidenheiligtümern Südenglands. Genau, also da erzählt er von so einer Pilgerreise, die er macht in Südengland. Und da sind halt viele so Druidenweisheiten drin verknüpft in die Geschichte. Es ist nicht mein Lieblingsbuch, es war ganz nett zu lesen. Ich würde es in nächster Zeit wahrscheinlich nicht nochmal lesen, aber ja, es ist okay. Dann kommen wir zu einem wissenschaftlichen Buch. Die Wicca-Religion, Theologie, Rituale, Ethik von Britta Rensing. Das ist ein Buch, was mit sehr vielen, also wo überall halt Quellennachweise und so Dinge dabei sind und das ist halt mehr so aus religionswissenschaftlicher Sicht das Ganze erklärt. Muss man mögen, so wissenschaftliche Bücher mögen ja nicht alle, aber ich finde es halt, also ich lese eigentlich ganz gern sowas, auch aus dieser Sichtweise. Dann haben wir hier das zweite Voodoo-Buch, was ich vorher gesagt habe, auch das ist halt nicht mehr so erhältlich. Das gibt es inzwischen nicht mehr neu zu kaufen. Der Voodoo des Bocuamaco, da gibt es halt auch, also geht es auch um Voodoo, einfach aus Interesse, weil es mich halt interessiert, wie halt andere Religionen funktionieren. Und dann ist hier noch eines, das ich auch sehr empfehlen kann. Witches, Sluts, Feminists, Conjuring the Sex Positive. Da geht es um Feminismus und um Hexen und ja, alles so ein bisschen in diese Richtung. Also ihr könnt euch hier mal die Inhalte ein bisschen durchlesen, die Kapitel. Es ist ein amerikanisches Buch, das dementsprechend sind halt auch viele Themen mehr so amerikanisch, was jetzt bei uns nicht ganz so oft Thema ist, aber ich fand es einfach auch lustig zu lesen, inspirierend zu lesen und auch mal was anderes. Also es geht kurz zusammengefasst um das Hexentum und Feminismus und wie diese beiden miteinander verstrickt sind. So, wir sind tatsächlich fast fertig. Nach einer Ewigkeit, aber ist ja egal. Zu diesen Büchern kann ich nicht viel sagen, weil das hier, dieses Abteil hier, das sind die Sachen, die ich noch nicht gelesen habe oder noch nicht ganz gelesen habe. Das hier ist das zweite Buch zu Wicca Year and a Day. Das habe ich mir vor Ewigkeiten schon mal vorgenommen durchzumachen, bin ich aber nie dazu gekommen. Medizin der Mutter Erde, das ist, glaube ich, so ein schamanisches Buch, wo es so um schamanische Heilung und so geht.
Evolutionary Witchcraft. Das habe ich geschenkt bekommen, bin ich noch nicht zum Lesen dazugekommen. Das sieht so aus. Das hier möchte ich als nächstes lesen, weil das ist wirklich so ein Buch, das Wicca sehr stark beeinflusst hat. Damals von Starhawk. Die werden wahrscheinlich viele von euch kennen, weil das wirklich eine Person ist, die ganz, ganz viel Einfluss auf die ganze Entwicklung von Wicca hatte. The Spiral Dance, Rebirth of the Ancient Religion of the Great Goddess. Also nicht nur auf Wicca, sondern auch auf das Hexentum allgemein. Und das ist halt einfach so ein Klassiker, den man fast schon gelesen haben muss. Also das ist dann das nächste, was ich lesen werde. Das Buch Der Schatten, VGS Verlag. Keine Ahnung, habe ich mal auf dem Flohmarkt gekauft. Das Reiki-Handbuch. Ja, keine Ahnung, ob ich das mal lesen werde oder nicht, ist eigentlich nicht so mein Thema. Das geheime Wissen der Hexen. Das habe ich auch mal von jemandem zugeschickt bekommen, bin ich noch nicht dazu gekommen zu lesen. The Magic Toolbox, da geht es um die verschiedenen magischen Werkzeuge, die man so hat. Den Kelch zum Beispiel, den Dolch, den Stab, das wird da alles erklärt. Mondmagie und Liebeszauber, auch mal vom Flohmarkt mitgenommen. Das ist eins von diesen Jahreskreisfeste-Büchern, die kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Habe ich aber nie ganz durchgelesen. Und bei den beiden hier ist es auch so, die habe ich so ungefähr zur Hälfte, glaube ich, gelesen, aber nie komplett, deshalb liegen die halt auch noch hier unten. Sind nicht meine Lieblingsfeste zu den Jahreskreisfesten, weil es halt alles sehr amerikanisch angehaucht ist und das doch ein bisschen eine andere Kultur ist als bei uns und ich mich da jetzt nicht so extrem reinfühlen konnte. Aber ja, es sind dennoch gute Bücher. Ja, und das hier, wenn ich schon oben bin, ja, weiß ich nicht, noch nie gelesen. Elementarwesen, das ist ein Buch über Elementarwesen, wie der Titel schon sagt. Erdstrahlen von Emil Worsch, da geht es auch um die Energien der, von verschiedenen Orten und um Erdstrahlen. Das Zeitalter der Kelten ist ein geschichtliches Buch. Da geht es nicht um Spiritualität, sondern wirklich nur um die geschichtlichen Sachen. Und Mythen und Sagen der Kelten, das ist auch nochmal so ein keltisches Sagenbuch. Und das hier sind Magazine, die ich auch noch nicht gelesen habe. Also das hier ist zum Beispiel Heil und Kraut. Das sind sehr gute Magazine, wo es halt um Heilkräuter geht. Ja. Und nur der Vollständigkeit halber, hier sind meine Orakelkarten. Die zeige ich euch jetzt nicht, weil das halt wieder ein anderes Thema ist, aber das hier sind alles nur Orakelkarten. Und, Moment, diese Bücher von Silver Ravenwolf, Zauberschule der neuen Hexen, das ist so eine Trilogie, die besitze ich auch. Die habe ich mal zugeschickt bekommen, die habe ich aber auch noch nicht gelesen. Die stehen hier auch in einem anderen Regal, weil die sonst nirgends Platz hatten. Und als allerletztes kommt jetzt noch das Buch, das ich momentan lese, Baba Yaga, The Ambitious Mother and Witch of Russian Folktale. Das ist auch ein sehr wissenschaftliches Buch, das ist kein spirituelles Buch. Da geht es um Baba Yaga als Märchenfigur und wie sie in Osteuropa und in Russland in den Märchen dargestellt wird und welche Motive sie dort hat. Es ist sehr interessant, extrem informativ, es ist halt nicht spirituell. So, das war's für heute. Wie ihr gemerkt habt, habe ich jetzt nicht alles durchgemacht, aber es ist einfach extrem viel und meine Stimme leidet schon so ein bisschen. Ich bin das nicht. Meine Stimme schafft das irgendwie nie, so lange in einem Stück zu reden. Deshalb höre ich jetzt fürs erste Mal auf. Ich bedanke mich dafür, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wenn ihr das jetzt seht, ihr seid echt stark. Mein Respekt. Ich habe sehr viele Bücher. Auf der anderen Seite geht es noch weiter. Wie gesagt, wenn ihr das sehen möchtet, dann folgt mir auf meinem anderen Kanal. Da wird das Video auch irgendwann, ich sag mal, im Laufe der nächsten 4 Wochen hochkommen. Und ja, wenn ihr auch eines von diesen Büchern habt und da vielleicht auch eine bestimmte Meinung dazu oder das vielleicht extrem gut findet oder eine andere Meinung dazu habt als ich, dann könnt ihr mir das gerne unten schreiben. Und ja, danke fürs Zuschauen und danke für die Durchhaltefähigkeit, das Durchhaltevermögen. Tschüss!